So, nee, bei mir steht der Michael. Michael, was ist deine Aufgabe heute? Wir machen heute eine Lasershow mit so Funkenfontänen dazu zwischendrin mal. Und ja, wie gesagt, wir haben das schon mal gemacht vor ein paar Jahren, allerdings mit Feuerwerk. Schwäbisch Hall ist jetzt feuerwerkfrei, deswegen machen wir heute nur eine Lasershow. Das wird aber trotzdem gut, weil wir haben zusätzlich noch ein paar Laser gekauft, damit wir den ganzen Platz hier auch füllen, weil das so breit ist hier drüben. Da passen so viele Leute hin. Und jetzt Geheimtipp, wo ist der beste Platz, um sich hinzustellen? Also am allerbesten stehen die Leute da an dieser kompletten Front und schauen direkt gegenüber auf die Laseranlagen rein. Hast du noch ein paar technische Daten? 5 Laser, 6 Sparkulas, glaub an die 10 Nebelmaschinen und ja, einen Haufen intelligente Menschen, die hier rumrennen. Was sind Sparkulas? Die sind ganz neu auf dem Markt, Feuerwerk-Fake-Maschinen. Also die machen eine Fontäne, wo nichts brennen kann und wo auch keine Emissionen stattfinden bzw. ausgegeben werden. Ist CO2-neutral, kein Feinstaub und also hat nichts mit Feuer zu tun, sieht aber aus wie tatsächlich Feuer. Ihr ahnt schon, wir sind heute beim Sommernachtsfest. Hinter mir laufen gerade die Sieder ein zum traditionellen Fackeltanz und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt mal an. Hi. Robert, dein letztes Mal, bei dem du aktiv bei der Veranstaltung beim Sommerfest mitwirkst, wie fühlt es sich an? Oh, ein Stück schon Wehmut ist schon dabei. Ja. Auf der anderen Seite, wenn so viele Zuschauer da sind, Besucher da sind, ist schon okay, das letztes Mal. Kann man so lassen. Nächstes Jahr natürlich bestimmt auch wieder da, aber mal von der anderen Seite wahrscheinlich. Ja. Genießt man das dann mehr? Ganz bestimmt. Weil im Moment ist ja ruhig hier in meiner Hosentasche, sagen das Handy nicht brummt. Und das nicht brummt, ist alles super. Bei so einem Fest weiß man nie genau, was auf einen zukommt. Und solange alles ruhig ist, ist das super. Und nächstes Jahr bin ich da ganz entspannt. Da stelle ich mich in den Stadtpark und gucke mir das Ganze an. Und gut wird es sein. Bis heute das Gefühl, ist ja mega viel los heute, oder? Ja, bei jedem Fest, Open Air, ist immer das Wetter A und O. Schönes Wetter, volle Bude, schlechtes Wetter, Defizit in der Kasse. Dieses Jahr ist super gut. Ja, mit den Wetter-Apps, die jeder heute hat, war das Vorverkauf schon super. Und so ist heute Abend gerade weitergegangen. Jetzt lahmt so ein bisschen so von den Zuschauern, die jetzt noch kommen, aber es ist ja schon 10:30 jetzt. Aber die jetzt im Stadtpark sind, da sind schon mega viele Leute heute. Ich schätze mal 11.000. Vielleicht auch 12. Jetzt haben wir heute eine Lasershow. Was sagst du da dazu? Ja gut, wir hatten ja viele Jahre ein Feuerwerk, ist ja eigentlich Tradition gewesen, Sommernachtsfest, Lichter, Feuerwerk. Letztes Jahr hatten wir dann den trockenen Sommer, da haben wir es zum ersten Mal nicht gemacht und ja, das Feuerwerk abschießen ist schon sehr riskant hier, weil es ja vom Parkdeck da vom Schiedparkhaus geschossen wurde und die Altstadt ist ja sehr nah dabei, also das Risiko war schon enorm groß. Und ich bin jetzt mit dem Lasershow, das ist ein schöner Ersatz, mal was anderes. Ich glaube, dass die Leute auch zufrieden nach Hause gehen werden ohne das Feuerwerk. Robert, genieß es noch. Vielen Dank. Ja, das mache ich. Danke dir. Aber nicht nur das gibt's heute zu sehen, sondern auch richtig viele bunte Lichter. Kommt mit. Willkommen SAA TV.
das war's vom Sommernachtsfest und wir machen jetzt die Lichter aus. Tschüss.